Hallo, du bist bei Grenzenlos Leben. Und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das Thema Dankbarkeit. Heute früh habe ich jemanden getroffen, der wirklich nicht klagen kann. Und er sagte, oh, was für ein Tag und oh. Und ich sagte zu ihm, hey, wo ist das Problem? Du hast eine tolle Frau, du hast tolle Kinder, du hast einen tollen Hund, du hast ein tolles Haus. Wo ist das Problem? Und er guckte mich an und sagte, eigentlich hast du recht. Ja, ich habe recht. Er hat eine tolle Frau, er hat tolle Kinder, er hat einen tollen Hund und er hat ein tolles Haus. Wo ist das Problem? Das Problem ist hier. Das Problem ist in seinem Kopf. Die meisten Menschen sind nicht dankbar und glücklich mit dem, was sie haben, oder für das, was sie haben. Und das ist schade, denn jeder kann mit dem, was er hat, glücklich sein und zufrieden sein und es genießen und sich darüber freuen. Du kannst das auch. Jeder kann das. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich Menschen erlebe, im Supermarkt beispielsweise hier, in Amerika, da findest du Menschen, die packen dir die Tüten ein. Die packen dir die ganzen Sachen, die du gekauft hast, in die Tüten und die bieten dir dann auch an, das zu deinem Auto zu bringen und dir einzuladen. Es gibt selten fröhlichere Menschen als diese Menschen. Die sind immer fröhlich, positiv, gut gelaunt. Warum, habe ich mich ganz oft gefragt. Die Antwort ist relativ einfach. Diese Menschen haben das, was sie leben, einfach angenommen. Und die sind zufrieden damit. Ich will nicht sagen glücklich, aber sie sind zufrieden. Und sie sind freundlich und sie akzeptieren ihr Leben so, wie es ist. Warum tun das so viele Menschen nicht? Es gibt keinen Grund, immer wieder nach mehr und höher und weiter und sonst was zu suchen. Man sollte einfach mit dem zufrieden sein, was man hat. Und letzte Woche hatte ich ein total schönes Gespräch mit einem Mann, der bei dem Supermarkt, wo ich einkaufen war, die Einkaufswagen wieder zusammenschiebt. Und ich bedanke mich für alles und jedes, jeden Tag im Leben, vielleicht 100 Mal. Ich bedanke mich, dass ich die tollste Frau der Welt habe. Ich bedanke mich, dass ich den tollsten Hund der Welt habe. Ich bedanke mich, dass ich tolle Kinder habe. Ich bedanke mich für einfach alles, was mir das Leben geschenkt hat, in den 61 Jahren, die ich gelebt habe. Ich sage permanent Danke. Ich sage Danke, dass ich keinen Unfall hatte, weil irgendeiner wie verrückt von hinten oder von vorne angekommen ist auf der Straße. Ich bedanke mich, dass mich jemand durchgelassen hat an einer Kreuzung. Ich weiß nicht, wie oft ich mich am Tag bedanke, aber ich bedanke mich einfach gerne. Und letzte Woche, wie gesagt, vor wenigen Tagen, hatte ich ein total tolles Gespräch auf dem Parkplatz von dem Publix-Supermarkt, wo ich einkaufen war. Und da war ein Mensch, der die Einkaufswagen da zusammenschiebt. Und der lachte und der war so positiv. Und der hatte seine Atemschutzmaske hier unten hängen und grinste und lachte mich an. Und ich ging zu ihm und ich sagte, hey, du bist ein total toller Typ. Du nimmst das mit dieser Maske nicht so wahnsinnig ernst. Du bist total relaxed, du bist einfach gut drauf. Du gefällst mir. Dankeschön für die tolle Arbeit, die du hier machst. Und er sagte zu mir, danke, dass du Danke gesagt hast oder dass sie Danke gesagt haben, egal jetzt. Und ich freue mich darüber. Ich freue mich so sehr darüber. Und ich mache das hier auch total gerne, weil ich anderen Menschen damit helfe. Weil ich tue was Sinnvolles. Hallo? Ist das nicht schön? Der Mensch freut sich darüber mit all der Kraft seines Herzens, dass er anderen was Gutes tut, indem er die Einkaufswagen
auf diesem Parkplatz dieses Supermarktes zusammensammelt und anderen Menschen wieder zur Verfügung stellt. Ist das nicht schön? Vielleicht sagst du jetzt, hey, hast du noch alle Latten am Zaun? Ja, ich glaube, ich habe alle Latten am Zaun. Ich freue mich über solche Menschen. Ich freue mich über Menschen, die glücklich mit ihrer Arbeit sind, die zufrieden sind, die sich daran freuen können, anderen Menschen eine Freude zu machen. Und die Freude, die dieser Mensch anderen Menschen geben möchte, ist einfach, du brauchst nicht für deinen Einkaufswagen anstehen, du brauchst nicht suchen. Ich schieb ihn dahin, wo du ihn finden wirst. Denke einfach mal drüber nach und mach was draus. Dein Klaus.